In Herrn Qasim Akbar. Der gebürtige Afghane war 16 Jahre alt, als er Anfang der 70er Jahre mit dem Ziel zu studieren und nur sehr wenigen Mitteln nach Deutschland kam. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt zunächst durch Zeitungen austragen und hat sich Schritt für Schritt hochgearbeitet. Nach seinem Studium gründete er ein Bauunternehmen, das stetig wächst. Und heute ist Herr Akbar ein erfolgreicher Immobilien- und Hausverwalter mit über 50 Mitarbeitern. Auch wenn das ein sehr vorbildlicher Werdegang ist, vor allem für unsere Absolventen hier, ist es nicht das, warum wir Herrn Akbar heute ehren wollen. Unsere Anerkennung mit der Tatsache, dass er trotz des beruflichen Erfolgs dankbar und bescheiden geblieben ist, an das Wohl seiner Mitmenschen denkt und sich stets für sie einsetzt. Vor 18 Jahren hat der Akbar die islamisch-afghanische Gemeinde in Berlin gegründet. 2010 erhielt er den Zuschlag für ein ehemaliges Fabrikgebäude in Reinickendorf, wo dann die Moschee des Vereins aufgebaut wurde. Seitdem wird dieser Ort nicht nur als Gebetsstätte genutzt, sondern auch als Haus der Begegnung und kulturellen Verständigung. Die Gemeinde steht für sehr viel Offenheit und nimmt regelmäßig am interreligiösen Dialog in ihrem Kiez teil. Nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz hat der Verein zu einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen. Es kamen Vertreter der christlichen Gemeinden und viele andere Menschen aus allen Glaubensrichtungen. Das Kulturzentrum in der Friedrich-Wilhelm-Straße, meine Damen und Herren, ist ein Haus Gottes, wo man sich um die Belange seiner Mitbürger kümmert, vor allem den Bedürftigen unter ihnen. So werden hier im Monat Ramadan zum Fastenbrechen tagtäglich über 500 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Darunter auch viele Nicht-Muslime, Menschen mit wenig Geld, Flüchtlinge und Obdachlose. Sie alle werden versorgt, aber nicht nur mit Essen, auch mit wohltuenden Worten. Das entspricht der prophetischen Empfehlung und Handlungsweise gemäß dem Ausspruch des gesamten Gottes Mohammed, der sagte, die gesamte Schöpfung ist die Familie Gottes und Gott hat von seinen Geschöpften diejenigen am liebsten, die seinen Familienangehörigen am nützlichsten sind. Damit Sie sich ein eigenes Bild von unserem Ehrengast machen können, haben wir das folgende Video für Sie vorbereitet. So wie es in Zufall oder Schicksal wollte, kam es, dass er nicht nur für ihn ist, sondern auch er durch seine Hilfe auch alle, die sonst von mir herkommen konnte und quasi den Krieg entfliehen. Und jetzt deswegen durch die Intention, obwohl er gar nicht bei ihm war, vor 50 Jahren, dass jetzt die ganze Familie hier ist und jetzt so aufgebrochen ist. Er hat uns beigebracht, all seinen Neffen, der ganzen Familie immer bescheiden zu sein und nie zu vergessen, woher wir kommen. Wir sollten immer denen, die unten sind, die Hand reichen. So hat er auch das, die Gemeinde gegründet, damit die Leute einen Zufluchtsort haben und einander kennenlernen. Seitdem ich hier bin, auch wenn ich die Leute nicht kenne, fühle ich mich so, als wäre ich zu Hause, als wäre ich ein Teil der Familie. Nicht nur Familie, sondern auch alle Afghanen, die, egal von welcher Nationalität sie sind, kommen hier, ob Schiiten sind, Sunniten sind oder Araber sind, von allen Franzosen. Unsere Tür ist offen für alle. Ich bedanke mich bei Herrn Qasim Akbar vor der Ermutigung wegen der afghanischen Gemeinde, dass er hier gegründet hat. Und hier ist sehr gut, nicht nur für afghanische Leute, sondern für alle Ausländer. Und an jedem Tag, also wenn wir ein Programm haben, wieder auf etwas gekocht und auch gegessen, die Leute wieder auch mit getanken. Und ich bedanke mich nochmal bei Herrn Akbar, dass er so eine schöne Gemeinde gegründet hat. Herr Schwasser, ich bedanke mich bei dir, sowohl im Namen der Familie als auch im Namen der gesamten Gemeinde, aber auch im Namen aller Muslime aus Berlin für das, was du geschaffen hast und dafür, dass du nicht nur das Vorbild Einzelner, sondern das Vorbild vieler Menschen warst. Ich bin stolz, meinen Onkel als meinen Freund zu haben. Das hat gelernt. Gefährlich oder noch?
bedanken mich für sein Engagement. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Carsten Mackmann. Die Laudatio hat gesprochen, Ismail Alawi, und in Ehrung überreicht Hossein Saman. Wohin wollen wir? Nicht so eilig. Ganz langsam. Ich weiß nicht, was ihr euch aber schon fast bedeutet. So, selbst ist gesagt. Gott belohne dich. Ich weiß nicht, ob Sie einige Worte sprechen wollen. Was ich aber sagen kann, wir kennen die Familie Anders seit mehr als 10 Jahren. Dauergäste, Ehrengäste bei der Veranstaltung. Und ich glaube, es gibt keine herzlichere Gemeinde in Deutschland als diese afghanische Gemeinde in Berlin-Reinickendorf. Ein jeder. Ob 13 oder das Oberhaupt begrüßt am Eingang mit einem Riesenlächeln. Man darf nicht gehen, ohne gegessen zu haben, ohne Essen für die ganze Straße mitzunehmen. Das ist diese wunderbare Gastfreundlichkeit. Herr Carsten Mackmann, Gott belohne Sie. Vielen, vielen Dank für diese Laudatio. Sehr geehrte Damen und Herren. Es ist für mich also eine besondere Ehre und große Freude, diese Auszeichnung entgegennehmen zu können. Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei meinem Ehepaar. Es ist eine hervorragende Auszeichnung. Es ist nicht nur für mich, sondern es ist eine Ehre für die alle Menschen, die mich unterstützen, für die Familie, für die Freunde, für die ganze Gemeinde. Das ist für alle eine Ehre. Herzlichen Dank. Geht weiter mit dem nächsten Vorsitz, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Laudatio spricht Shirin Hagel.